im Herzen von München, bin hier neben dem Bastian und hier sind wir vor dem seinem Lokal Kleinschmecker. Bastian, grüß dich. Hallo. Und seit wann gibt es euch hier? Seit dem exakt 5. März, also sprich gerade mal knapp ein halbes Jahr. Was habt ihr für eine Küche? Was seid ihr für eine Art von Lokal, ist von Lokalität? Immer schwierig zu beschreiben, was es für eine Küche ist. Ich würde sagen, im Endeffekt eine internationale Küche mit, mein Gott, bekannten Gerichten, diese aber raffiniert gekocht und mit hauptsächlich regionalen bzw. saisonalen Produkten. Bedeutet saisonale Produkte, regionale Produkte, geht hier in die Schrannenhalle gegenüber, hier ist die Schrannenhalle und kauft ein oder? Genau, wo? Zum Beispiel unser Käse kommt der von der Viktualienmarkt drüben vom Tölzer Kassel an, zum Beispiel. Okay, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund, weshalb sagst du, Mensch, das ist mein Laden, ich mach das Ding auf? Ich war im Endeffekt schon immer 1000 Sasser und Gastronomie hat mich auch schon lange gefesselt. Mhm. Ich war viel im Nachtleben unterwegs, habe auch schon ein Restaurant geleitet und habe mit meinem ältesten Freund im Endeffekt, der Koch ist übrigens hier in der Küche stetig, hast du Gerichte zubereitet. Der heißt? Nepomuk Grau. Aha, okay. Genau, mit dem zusammen gesagt, das wäre immer der Traum, irgendwie das eigene Restaurant zu machen. Nach 1,5 Jahren Suche haben wir hier das schöne Objekt gefunden und hier das Restaurant eröffnet. Die Lage ist ja top hier. Also du hast ja auf der einen Seite die Schrannenhalle, auf der anderen Seite das Stadtmuseum und die jüdische Synagoge. Ist damit die Konkurrenz natürlich sauheftig, oder? In dem Fall hier gar nicht so, weil es ein Restaurant, sag ich mal, mit dem Anspruch, den wir an uns stellen, hier relativ wenig gibt in dieser Ecke. Hier sind eher, sag ich mal, Italiener, eher ein bisschen Salatrestaurants oder kleine Bistros, wo man schnell was essen kann, aber nichts, wo man jetzt wirklich sich einen Abend hinsetzt, sagt, man isst jetzt 2, 3, 4 Gänge. Also Abend hinsetzen, macht ihr erst abends auf oder seid ihr wir tagsüber den kompletten Tag geöffnet. 11:30 Uhr geht es bei uns Frühstück los. Gibt's auch, schönes Mittagsmenü, Frühstück nicht. Wir beginnen mit Mittagessen. Und nachmittagsüber haben wir eine kleine Karte. Man kann sich hier gemütlich hinsetzen, Salat essen, ein Gläschen Wein dazu trinken. Und am Abend geht es dann wieder mit der vollen Karte weiter. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt ein Getränke, also diese klassischen Getränke, Club-Cola, ihr habt keine Coca-Cola. Ist das Konzept dahinter? Hat auch wieder was mit regionalen Produkten zu tun, dass wir gesagt haben, es gibt eine gute Cola oder diese ganzen Limonaden aus Deutschland. Wieso müssen wir jetzt einen riesigen Konzern im Endeffekt nehmen wie Coca-Cola? Sondern wir beschränken uns da, wie gesagt, einfach auf die Produkte, die wir hier entweder in München, Bayern haben oder eben aus Deutschland, soweit wir können. Inwieweit kannst du dich selber bei den Speisen einbringen? Klar, du bist nicht der Koch, das macht dein Kollege. Richtig. Aber inwieweit kannst du dich einbringen und sagst, ich möchte heute das und das haben oder hast du gar keine Chance? Doch, im Endeffekt, mein Gott, ich gehe, sobald ich mal Freizeit habe, gerne essen und sage, okay, ich habe das und das gesehen, wie wäre es, wenn wir sowas mal mit einbringen oder irgendwelche Einflüsse, was man von Reisen vielleicht zurückbringt. Mhm. Und man sagt, das finde ich eine klasse Idee, das ist eine schöne Kombination, lasst uns auch sowas mal mit auf die Karte nehmen. Du sagst Freizeit, hat ein Wort Freizeit und habt ihr irgendwann mal geschlossen? Wie war dieses Wort mit F? Ah. Ja. Sonntag ist unser Ruhetag. Okay, ansonsten ist Ruhetag. Montag bis Samstag geöffnet. Mhm. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, eine Hochzeit veranstalten will, kann ich euer Lokal mieten oder geht das sowas nicht? Selbstverständlich. Gerade Weihnachtsfeiern beginnen jetzt schon die ersten Anfragen, dass man sagt, es ist Juli. Und wir reden von Weihnachten, das ist glaube ich Dezember, oder? Dieses Jahr Dezember. Müsste sein. Also ich bin auch jedes Jahr wieder überrascht, wenn Weihnachten kommt. Ich muss jetzt quasi, ich sollte langsam in die Gänge kommen, wenn ich ein Weihnachtsfeier habe. Korrekt. Hilf mir mal Plätze. Wie viele Plätze habt ihr? Innen drin, sag ich mal, bei Veranstaltungen bekommen wir zu 40, 45 Personen maximal rein. Jetzt, wenn es Sommer ist, mit unserer großen Terrasse ca. 70 Personen. Aber ich sag mal, für Weihnachtsfeier, wo wir gerade beim Thema waren, zwischen 30 und 45 Personen ist es auf jeden Fall gemütlicher. Alles klar. Dann herzlichen Dank für das kleine Interview und danke dir auch. Viel Erfolg und eurem Team viel Erfolg. Und jetzt weiterhin guten Appetit. Genau, Hunger, auf geht's.